Natürlich habe ich geglaubt, was alle geglaubt haben, damals. Ein Judenkind, das unser Lehrer gerettet hat vor den Schwarzen da drüben. Und wir fanden es großartig. Ich jedenfalls fand das großartig. Ich habe ihn nicht leiden können von Anfang an. Aber ich habe ihn nicht getötet. Ich habe nur meinen Dienst getan. Order ist Order. Wo kämen wir hin, wenn Befehle nicht mehr befolgt werden? Ich war Soldat. Ich kann nur sagen, dass ich es im Grund wohl meinte mit ihm. Und als sie ihn holten da, tat er mir leid. Ich bin nicht schuld, dass es so gekommen ist. Was meine Person betrifft, habe ich nie an Misshandlungen teilgenommen oder irgendjemand dazu aufgefordert. Das darf ich wohl vor aller Öffentlichkeit betonen. Ich kenne den Juden. Wo man hinkommt, da hockt er schon, der alles besser weiß, und du, ein schlichter Andoraner, kannst einpacken. Ich schleich nicht länger herum wie ein bettelnder Hund. Ich hasse. Ich weine nicht mehr. Ich lache. Je gemeiner sie sind wider mich, umso wohler fühle ich mich in meinem Hass. Kein Tag ohne Jud, keine Nacht ohne Jud. Ich höre Jud, wenn einer schnarcht, kein Witz ohne Jud, kein Geschäft ohne Jud, kein Fluch ohne Jud. Ich weiß, wer meine Vorfahren sind. Tausende und Hunderttausende sind gestorben am Pfahl. Ihr Schicksal ist mein Schicksal.